Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Heute erst um 18 Uhr, nicht immer um 14 Uhr wie sonst, weil ihr wisst ja, dass ab jetzt immer Super Mario Maker um 18 Uhr am Donnerstag kommen wird und damit, genauso wie Splatoon auch, immer Skyward Sword ersetzen wird. Das habe ich nochmal kurz gesagt zur Info. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich an, wieder mal, mit Level aus aller Welt, denn ich will erstmal natürlich wieder ein Event-Level spielen, weil es gibt sogar schon wieder neue, die rausgekommen sind und wir haben immer noch einiges aufzuholen. Deswegen fangen wir jetzt mal erstmal wieder, wie immer eigentlich, mit einem Event-Level am Anfang des Parts an. Und zwar das letzte, was wir gemacht haben, war Belch-Basis oder Belch-Basis, was weiß ich. Auf jeden Fall sind schon wieder neue erschienen. Nämlich Southwest Air Adventure ist, glaube ich, neu und auch Gur von und mit Yamamura ist neu, glaube ich zumindest. Deswegen machen wir jetzt aber trotzdem erstmal, glaube ich, weiter mit Willkommen in Saturn Valley, keine Ahnung, auf jeden Fall. Saturn Valley ist, was auch immer, ist die Heimat der, oder, warte mal, haben wir das nicht schon gespielt? Oder? Nee, das haben wir gespielt, aber es hat einfach dasselbe Bild, oder? Weil ich war gerade nur verwirrt, nämlich. Genau, auf jeden Fall, das hier eben, ist die Heimat der Mr. Saturns. Sie verstecken sich überall, ob in Häusern, Höhlen oder sonst wo. Wenn du als Mr. Saturn das Ziel erreichst, wirst du einen ganzen Tag lang Glück haben, hoffen wir. Na, das wäre auf jeden Fall schön. Dann schauen wir mal, ob ich das schaffe. Der Weltrekord liegt übrigens bei 16 Sekunden, habe ich gerade gesehen. Also das Level kann man offenbar ziemlich schnell abschließen. Wir gucken aber einfach mal. Also Mr. Saturn kenne ich natürlich, zwar nicht von Earthbound, weil ich ja noch keinen Earthbound gespielt habe, aber, ist hier schon was? Nein. Aber halt von Smash natürlich, da kenne ich natürlich Mr. Saturn. Da ist, kann der auch ziemlich böse sein, der Mr. Saturn, weil der kann ja Schilde zerbrechen, deswegen, da muss man sehr gut aufpassen. Und da kann ich schon rein, obwohl ich da einfach hätte drüber springen können auch, aber hier kriege ich wahrscheinlich Mr. Saturn jetzt, wenn ich da dann hochkommen würde. Okay, ich muss wahrscheinlich einfach, hier sowas machen, genau. Yay! Okay, mit seinen Augenbrauen kann er was machen, wenn ich nach oben drücke, nach unten. Ist das hier? Und so beim Rennen, wenn ich umdrehe auch. Sehr schön, und beim Springen. Ach, das hier. Okay, der ganz normale Sprungsound von Mario, da ist kein besonderer. Alles klar. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass wir jetzt das Level auch wirklich als Mr. Saturn abschließen werden. Weil den ganzen Tag Glück zu haben, das wäre auf jeden Fall etwas, wo ich nichts dagegen hätte. Das ist aber schon ziemlich böse hier mit dem Piranha. Oh ja, natürlich. Toll, ich wurde schon getroffen. Mit dem Piranha-Pflanzen und dem Bob-Oms. Ich hoffe, es kommt nochmal einer, weil ich will eigentlich... Ich will den ganzen Tag Glück haben und kein Pech. Ja, ja, ja. Deswegen kommt da nochmal einer raus. Nein, da kommen... Oh Gott, Sisu-Kugel wie es halt. Okay, ja. Ja, so Rankengejumpe ist tatsächlich, finde ich, gar nicht so einfach. Hier in Super Mario Bros. 1, weil das da noch, okay, da unten. Weil es hier noch ein bisschen komisch teilweise ist, weil hier, also irgendwie hier funktioniert das ja anders als in den anderen Spielstilen. Weil hier kann ich auf die linke oder auf die rechte Seite gehen. Und in den anderen Spielstilen, da kletter ich halt einfach an der Ranke so entlang. Ist hier, ja, da ist er wieder, sehr schön. Und kann eben da halt, ja, das ist jetzt schwierig zu beschreiben. Ich kann mich halt wirklich die ganze Zeit da nach links und rechts bewegen und kann nicht nur zwischen den Seiten wechseln. Wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Vielleicht auch, versteht es auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist da hier halt ein bisschen anders als in den anderen Spielstilen, deswegen kann es auch ein bisschen verwirrend sein. Oh Gott. Das ist gar nicht so einfach, der Abschnitt hier gewesen, aber wir haben es geschafft. Ich bin ruhig. Dö-dö-dö-dö-dö. Yay! Und damit habe ich einen ganzen Tag lang Glück. Das freut mich doch. Ich hoffe, das gilt dann auch gleich für die Level, die wir spielen werden, noch von euch, dass ich dann nicht dann ewig wieder am Failen und rumragen bin, wie beim letzten Mal zum Beispiel. Auf jeden Fall, Mr. Saturn aus Earthmount haben wir damit auch bekommen. Was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, warum die 112 immer noch fehlt, aber, ne? Wird sich schon noch klären, hoffe ich mal. Ich meine, uns fehlen jetzt noch weitere... Wie viele fehlen denn jetzt noch? Wie viele Event-Level, die wir noch aufholen müssen? 1, 2, 3, 4, 5. Und war es gerade eben nicht so, dass uns noch 5 Dinger gefehlt haben? Oder waren es noch 6 Kostüme? Das weiß ich jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, bis zur 120. dürften eigentlich gar nicht mehr so viele neu mehr kommen. Aber es kann ja auch sein, wie gesagt, dass noch bis zu 130 das erhöht wird. Oder 140 oder was weiß ich. Also, das ist wirklich nach oben offen. Leider. Ehrlich gesagt, aber werden wir schon noch sehen. Gut. Dann geht's jetzt los mit euren Leveln. Und das erste, das wir heute spielen von euch, das kommt, ich muss kurz überlegen, das kommt von Simon Gasser. Und zwar ist es dieses hier, The Screaming Ghost House 2.0. Hört sich sehr interessant an. Abschlussrate ist eigentlich ziemlich gut sogar von 15%. Und der Weltrekord, kann man auch kurz gucken, ist 59 Sekunden. Das ist ziemlich schnell wieder mal, weil das sieht eigentlich auch eher nach einem etwas größeren Level aus, denke ich mal. Und ich will jetzt auch, Entschuldigung, ich will jetzt auf jeden Fall auch nicht den Speedrun da hinkriegen und den Weltrekord aufstellen, auf gar keinen Fall. Ich will ja alles schön erkunden. Und am Anfang, okay, da kriege ich gleich mal Pilz und Feuerblume geschenkt. Das ist sehr freundlich. Ich nehme die Feuerblume dann mit. So, ist jetzt gleich am Anfang ein Geheimnis eigentlich irgendwie? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also das Level hieß ja Screaming Ghost House. Heißt das, dass es hier häufig Soundeffekte, da ist auch, ah, Tanuki, cool. Dass es hier häufig Soundeffekte geben wird, nämlich den Schrei. Vielleicht kann ich eigentlich mit dem Tanuki, kann ich doch Buß, oder? Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, es würde gehen. Aber geht es nicht in irgendeinem anderen Mario-Spiel, dass man Buhus mit einem Tanuki...
killen? Ja, obwohl vielleicht auch doch nicht. Ja, keine Ahnung. Vergesst es. Ich glaube, ich habe mich getäuscht. So, da unten ist auf jeden Fall einiges los. Einiges an Feuer, aber da komme ich eh nicht ran. Das ist offenbar einfach nur aus visuellen Gründen gemacht. Und da ist ein Carmack, Hallöchen. Ja, pass auf. Ja, ich will eigentlich den ganz gerne töten, weil der mir sonst zu viel Ärger macht. Komm mal runter hier irgendwo. Okay. Und stirb. Sehr schön. Gut. Und jetzt habe ich hier... Okay, ich habe mehrere Wege. Das finde ich schon mal cool. Sowas mag ich immer gerne. Ich habe sogar sehr viele Wege. Das Level erinnert mich ein bisschen an mein eigenes Level, das ich gebaut habe. Nämlich, wie hieß das nochmal? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Stairway to Ghost House, glaube ich. Was ja auch ein Geisterhaus war mit ganz, ganz vielen Treppen. Und ich glaube, ich mache gerade das Level kaputt. Weil ich glaube, das sollte ich eigentlich wahrscheinlich erst mit P-Switch sogar rein, oder? Ich werde mal das Level gleich nochmal spielen, falls wir... Ah, jetzt kriege ich hier einen P-Switch. Jetzt irgendwie... Ich habe, glaube ich, die Reihenfolge gerade jetzt ein bisschen verschissen. Ich glaube, ich spiele die Räume gerade in einer ganz anderen Reihenfolge durch, als man das eigentlich tun sollte. Oder? Ah, ne, ich bin einfach schon am Ziel. Das ist ja interessant, okay. Was ist noch in der Röhre drin? Ich gehe mal... Warte mal. Ist hier auch wieder was? Nee. Ich geh mal noch in die Röhre schnell rein. Weil ich nur kurz wissen will, was da ist. Okay. Da kommt... Ja, da ist ein Stern. Und ich komme da jetzt aber nicht mehr zurück. Das habe ich mir fast schon gedacht. Aber ich will eh noch mehr erkunden, weil ich das ganze Level zerstört habe. Ich bin wieder beim Anfang, okay. Das war also quasi ein falscher Weg. Okay, also wenn man es schafft, hier am Anfang den Tanuki zu finden, was ich getan habe, weil da links sehr auffällig so eine Uhr platziert war, dann kann man das komplette Level ganz skippen quasi und muss den P-Switch gar nicht finden. Das ist quasi eine Abkürzung, die man da nehmen kann. Das finde ich aber eigentlich ganz cool gemacht. Aber wie gesagt, ich will auf jeden Fall den Rest des Levels auch noch erkunden, weil wir jetzt da alles ungefähr übersprungen haben. Und wahrscheinlich konnte auch deswegen der eine Typ von vorhin das in unter einer Minute schaffen, das Level, weil er einfach den Tanuki nehmen musste nur, dann da nach links oben gehen und dann war er auch schon fertig. Das kann ich also durchaus verstehen dann. So, hier waren wir nämlich noch nicht drin, da werde ich jetzt mal kurz gucken, wo wir da jetzt rauskommen werden. Und zwar in einem Bonusraum, okay, mit einigen Münzen. Und hier ist auch ein P-Switch. Das ist sehr interessant. Kann ich denn in die Röhre trotzdem rein? Kann ich, ja. Okay, muss ich eigentlich, weil in die andere komme ich ja gar nicht mehr zurück unbedingt. Das war jetzt mal der falsche Weg. Okay, also ich sollte wahrscheinlich zuerst diesen Weg da rechts unten gehen, um mir den P-Switch zu holen und mit dem dann nach links oben gehen, um da eben dann weiterkommen zu können. Und dann eben danach auch das Level abschließen zu können. Alles klar, aber wie gesagt, wenn man den Tanuki findet, dann kann man sich das komplett abkürzen, was ich sehr cool finde. Aber rechts oben waren wir noch nicht. Was ist da? Okay. Das ist eine Falle. Ja, ich glaube nicht, dass es eine Falle ist, oder? Wir gucken mal. Es war gerade böse Musik da. Eieiei. Ja, es ist so eine Art Falle, aber keine wirklich, weil ich kann da hier wieder entkommen. Ist auf jeden Fall halt ein falscher Weg und ich komme wieder hier raus. Okay. So, war ich jetzt in jeder... Bin ich jetzt bei jedem falschen Weg einmal rausgekommen? Warte mal, ich will noch kurz was testen. Ich nehme mal den Peace Machine mit. Ich will noch kurz in die linke Röhre reinfliegen, weil das weiß ich jetzt nicht mehr sicher, ob ich da schon drin war. So, ich kann ja auch hier rein, ja. Und wo komme ich jetzt da nochmal raus? Hier. Ah, hier haben wir den P-Switch, glaube ich, oder? Ne, hier sind zwei Carmex. Das ist ja auch ein falscher Raum. Aber wie komme ich denn... Warte mal, von wo komme ich denn hierher überhaupt? Was ist das für ein Weg? Ah, okay, das ist der, wenn ich zuerst nach links oben gehe und dann nach rechts oben. Okay. Das ist der wirklich richtig echte Weg, sage ich mal. Ist eigentlich hier ein Secret? Nein. Ist, dass ich zweimal nach links oben gehe. Das kann ich aber halt erst machen, wenn ich entweder den Tanuki finde, der ganz links ist, oder wenn ich den P-Switch finde, der rechts unten zu finden war. Ne? Ich glaube, so funktioniert das Level. Dann lande ich hier und kann sogar hier in dem Block noch einen weiteren P-Switch finden. Warum habe ich das eigentlich machen können? Weil ich... Naja, okay, stimmt, weil ich den hier am Ende auch brauche, wenn ich den Tanuki noch nicht gefunden haben sollte. Genau, und dann kann ich eben hier auch noch den P-Switch benutzen und dann halt hier durch oder halt einfach den Tanuki. Ich will nochmal eine andere Sache überprüfen. Was eigentlich hier ist, hier oben noch irgendwas? Nein, ich könnte jetzt hier da links in meinen Tod springen, aber nee, machen wir mal nicht. Ich würde sagen, wir schließen das Level einfach mal ab. Sehr schön, okay. Yay, es war jetzt auch kein so ultra langes Level oder so, aber eigentlich trotzdem ganz schön, das auf jeden Fall. Wie gesagt, das mit dem Tanuki ist auch wirklich sehr interessant gewesen. Ich weiß gar nicht genau, ob du das überhaupt geplant hattest, aber ich denke schon, dass das auch schon so von dir gewollt war, dass man eben mit dem Tanuki, wenn man es wirklich schafft, ihn zu finden, dann eben eine super Abkürzung hat und das Level dann wirklich ziemlich schnell schaffen kann. Und auch ansonsten hat eigentlich alles gepasst. Es war zwar jetzt nicht so mega spektakulär, das Level, muss ich zugeben, das nicht. Aber es war trotzdem, es waren jetzt keine Fehler, die ich bemerkt habe. Das war alles eigentlich ziemlich schön gemacht. Und deswegen gibt es auch einen Stern. Yay! So. Dann haben wir auf jeden Fall noch Zeit für ein weiteres Level. Und ich muss wieder kurz überlegen, was wir da jetzt für eines machen. Mal dich hier weg. Wir machen mal jetzt noch ein Level von Jarvis A. Nämlich The House of Dead. Okay. Übrigens, ich glaube, eigentlich müsste es eher The House of Death heißen. Mein Englisch ist jetzt auch nicht das beste, nein. Aber Death heißt ja Tod mit D hinten. Und Dead heißt Tod
mit T hinten das Adjektiv also. Das hier heißt also das Haus des Tod oder so. Und des Todes soll es ja vielleicht eher heißen. Aber egal, ist eigentlich völlig egal. Auf jeden Fall, das Level scheint ziemlich lang zu sein. Und ich freue mich schon drauf, weil es sieht auch von dem Vorschaubildchen schon ziemlich cool aus. Also mal gucken, was uns da so alles erwarten wird. Ich hoffe, dass das Level jetzt nicht ewig lang dauert. Also nicht 20 Minuten oder 30 Minuten oder sowas. Dass der Part nicht mega lang wird, aber wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall auch wieder ein Geisterhaus und auch wieder im Super Mario Bros. 3-Stil, wie gerade eben auch schon. Ist sehr interessant, das Ganze. Auf jeden Fall. Und es geht hier offenbar um einige, ja, also hier am Anfang erstmal, sind offenbar erstmal viele Knochen das Thema. Aber Knochen passen natürlich auch, weil die hier, oder Skelette wohl eher, weil die halt auch auf untote Sachen hindeuten. Und The House of Dead passt dann natürlich schon als Name auch. Und übrigens auch mal wieder sehr schön, Ranken immer mal wieder, die von der Decke herabhängen. Was ist das eigentlich hier? Das ist auch interessant. Warum kann ich hier rein? Keine Ahnung. Die von der Decke herabhängen, sowas ist eigentlich immer schön. Okay, muss ich ein bisschen... Ah, okay. Das ist auch ganz cool gemacht sogar. Das ist eine coole Idee. Das habe ich so in der Form noch gar nie gesehen. Scheiße. Weil das sind halt Schluchten quasi, wo man aber nicht sofort stirbt, sondern wo man nochmal eine neue Chance bekommt. Das finde ich sehr cool. Das gefällt mir. So, hier nach unten. Ja, okay. Und hier ist auch wieder dasselbe. Alles klar. Und ich kann mir... Das ist auch cool. Ich kann mir da unten das One-Up holen. Wenn ich mir das... Na scheiße, ist gar nicht so einfach. Wenn ich mir das aber hole, dann muss ich dafür diesen... Scheiße, ich spring doch. Muss ich dafür diese ganzen Sprünge hier dann nochmals machen. Das ist auch sehr interessant. Ich muss ja... Wie will ich denn das schaffen eigentlich? Muss ich am besten... Hier so. Oh Gott, ey, das ist aber schwierig. Also als Kleiner wäre das einfacher sogar. Weil ich als Kleiner eben nicht immer geduckte Sprünge machen müsste, was ich hier aber schon tun muss. Ich will am besten... Das ist aber... Hier, ja, ich will am besten hier sowas machen, da ganz, ganz schnell dann irgendwie so nach vorne kommen und wirklich viel Fahrt aufnehmen. Scheiße, ey, das ist aber schwierig, finde ich, den Sprung da zu schaffen. Aber ich will erstmal auf dir landen, sondern jetzt von hier aus gleich schön viel Schwung nehmen und dann darüber. Nee, ich schaff's trotzdem nicht. Hä? Ich bin schon zu blöd für den Sprung da, das gibt's ja wohl nicht. Ja, darüber schaff's ich auch nicht ganz. Ja, das Problem ist, dass ich halt ein bisschen mehr Schwung brauche. Weil ansonsten kriege ich das da nicht hin. Oh Gott, ey, ich stelle mich gerade an wie der letzte Idiot, aber das ist echt kein einfacher Sprung hier. Okay, das One-Up werde ich mir definitiv nicht holen. Weil das Ganze hier dann... Ach, komm ey. Das Ganze hier dann nochmal zu machen, das, da habe ich keine Lust drauf eigentlich. Nee, ist auch wieder nicht genügend Schwung. Ja, aber das Problem ist, wenn ich es so mache ohne einen geduckten Sprung, werde ich es auf gar keinen Fall schaffen, das hinzukriegen. Ich werde es mal nochmal kurz testen, aber das kann nicht gehen. Da habe ich mit einem geduckten Sprung viel größere Chancen. Nee, das ist Quatsch. Ich muss schon den geduckten machen. Boah, Mann, ey, das ist doch doof. Okay, ich versuch's mal nochmal auf dem einen da zu landen. Kurz vor dem mit dem schwierigen Sprung. So, also hier so rüber. Okay, so. Ich muss jetzt hier echt viel Schwung aufbauen. Aber... Na, ach komm, ich hat's doch. Boah, Mann, ey. Dass hier gleich am Anfang so eine Stelle vorkommt, das finde ich schon ein bisschen sehr heftig. Also vielleicht mache ich die auch komplett falsch. Kann ich hier irgendwie mir das einfacher machen? Mir tun sogar schon meine Finger weh, weil ich ständig immer nach unten auch gedrückt halten muss auf dem Steuerkreuz. Und eben dann noch immer nach links. Das gibt's ja nicht. Ich hoffe, dass es hier Checkpoints gibt und dass ich dann hier den blöden Anfang hier dann nie mehr machen muss. Weil das kann ja nicht wahr sein. Nee, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin, da rüber zu kommen. Das gibt's ja wohl nicht. Also gerade eben war ich mal kurz davor. Deswegen, ich werde es nochmal so machen wie vorhin. Dass ich zuerst mal auf dem hier zwischen lande. So. Boah, mein Daumen tut weh, hey, wirklich. So. Und dann jetzt hier nach links springen und Schwung nehmen. Und dann so irgendwie rüber, aber... Ja, das war gut Schwung genommen. Ja, soll ich beim Schwung nehmen auch schon den geduckten Sprung machen? Ich weiß nicht, das ist aber... Aber, ja, kann ich aber schwieriger nur Schwung holen, glaube ich. Wenn ich den geduckten Sprung mache. Und rüber jetzt. Nein, Mann, hey, ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Warte mal, jetzt fällt mir gerade noch mal was ein. Ja, ich glaube, ich habe die Lösung. Ich bin da dumm. Ich muss einfach eher, glaube ich, kleine Sprünge machen. Dass ich nämlich gar nicht mehr den Kopf an der Decke anstoße. Und halt aber trotzdem genügend Schwung aufbauen. Ich glaube, das ist eher der Trick. Aber... Das ist aber schon sehr schwierig, finde ich. Ja, aber ich glaube so klappt's eher. Aber, Mann, ey, Ja, jetzt war ich wieder zu weit oben. Also ich darf, glaube ich, echt nicht gegen die Decke knallen. Weil ich ansonsten schon verloren habe. Ja, aber... Ja, das klappt aber so auch nicht. Hä? Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe nicht, was ich hier tun muss. Ehrlich gesagt. Das gibt's ja wohl nicht. Ich verstehe das schon nicht. Mein Daumen tut so weh. Ich glaube, ich gehe jetzt mal... ich switche mal um auf hier den Control-Stick, weil vielleicht habe ich damit leichteres Spiel. Ja, eigentlich nicht wirklich, aber ich probiere es mal trotzdem mit so. Mann, ey. Das ist doch scheiße. Ich will doch nur jetzt hier über den Anfang rüber zumindest mal. Nee, ich krieg das nicht hin.
Ich krieg das heute nicht mehr hin, glaube ich. Ich werde es mal noch so lange probieren, bis die Zeit abgelaufen ist. Und wenn ich es dann immer noch nicht geschafft habe, dann werde ich halt entweder schneiden oder mir das Level runterladen müssen und dann da noch weiterspielen. Ah, jetzt habe ich es geschafft, danke. Das gibt's ja wohl nicht. Was war das denn? Alter, ey. Das war jetzt echt heftig. So, ich habe einmal Mancha und Piranha-Pflanze, aber ich komme, glaube ich, noch nirgendwo weiter. Ich muss offenbar erst entweder Feuerblume finden oder Powerblock oder sowas. Das ist ein Peace-Witch. Okay. Der bringt mir aber bei den Manchas oder auch bei den Piranha-Pflanzen erstmal nichts. Und ich will, okay, ich will wahrscheinlich eher nach oben. Und das da unten ist wahrscheinlich nur eine Falle, wo ich halt reinfallen kann, dann eben, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und ich soll da nach oben, aber okay, die zerstöre ich ja, glaube ich. Wovon wurde ich jetzt gerade getroffen? Was hat der denn für eine Hitbox? Habt ihr das gesehen? Ich war doch noch einen Kilometer weg von dem. Was war das denn jetzt für ein Witz? Oh mein Gott. So, hier will ich auf jeden Fall rein, denke ich mal. Und, ah, Feuerblume, sehr schön. Aber wofür habe ich jetzt den Peacewitch eigentlich mitgenommen? Keine Ahnung. Ich hoffe echt so sehr, dass es hier Checkpoints geben wird, weil den Anfang dann nochmal machen zu müssen, habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel Bock drauf, muss ich zugeben. So, hier kann ich nach oben. Aber ich muss, ah, das ist ja auch cool gemacht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Donutblöcke an einer Schiene, die auch noch Flügel bekommen haben, also schnell sind. Ich muss also immer wieder springen hier, weil die ansonsten nach, fuck ey, weil die ansonsten nach unten fallen würden. Das ist eine sehr coole Idee. Aber ich muss zugeben, dass ich mich auch wirklich wieder mal ein bisschen schlecht anstelle in dem Level. Aber die ganzen Jump'n'Run-Passagen, die man hier machen muss, die sind auch echt nicht einfach, finde ich. Okay. Jetzt bin ich hier und habe eine Feuerblume. Wofür habe ich jetzt den Peacewitch mitgenommen? Ich habe echt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich nehme mal noch weiter mit. Weil warum denn nicht? Vielleicht brauchen die ja doch noch irgendwann. Wie hier zum Beispiel. Ah, okay, sehr schön. Und da ist auch schon der Powerblock. Sehr gut. Warum kann ich eigentlich nicht... Ich meine, ich kann doch einfach jetzt zurückgehen, oder? Warum sollte ich jetzt eigentlich hier entlang gehen? Ich mache es aber trotzdem mal. Weil es auch so gewollt ist wahrscheinlich. Aber ich meine, ich könnte doch einfach die Röhre auch wieder zurückgehen und dann halt, oder? Das wird doch auch funktionieren, theoretisch. Hm, keine Ahnung. So, bam. Ich kann jetzt aber leider nur hier ein bisschen ein paar von denen töten. Aber deswegen ist auch links nur eine hinplatziert worden von ihm. Sehr schön, damit ich hier auch dann wirklich entlang kommen kann. Gut. Und Checkpoint, danke. Okay. Selbst wenn wir gleich einen Timeout erleben, dann haben wir trotzdem auf jeden Fall die Gewissheit, dass wir den Anfang nie mehr machen müssen. Weil das war echt schlimm. Also du kannst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie einfacher gegangen wäre, was man da für eine Taktik anwenden kann, weil ich habe mich da ja sehr schlecht angestellt. Das geht bestimmt irgendwie einfacher, aber ich habe es irgendwie nicht ganz hinbekommen. Keine Ahnung, ich war da irgendwie ein bisschen zu blöd dafür. Naja. So, okay, hier wird jetzt wieder... Okay, diesmal brauchen wir die Ranken auch definitiv. Also bisher waren die immer nur dekorativ. Nein, oh Gott, ich bin nicht abgerutscht. Ich bin aber auch so schlecht heute. Bisher waren die immer nur dekorativ, aber hier braucht man sie jetzt auch wirklich, um weiterkommen zu können. Gut. Und das sind ein paar Münzen. Ich heb mir die mal auf. Ne, hier ist aber kein Peacewitch. Deuten die mir einfach unsichtbare Blöcke an? Ja. Okay. Also überall, wo eine Münze ist, ist darüber ein unsichtbarer Block. Okay, das ist auch so, ah, Pilze auch noch, okay. Das ist auch ein cooles Prinzip. Also ich muss sagen, das Level hat sehr coole Ideen auch teilweise. Das gefällt mir definitiv sehr gut. Und auch der Grundaufbau von dem Level ist One-Up auch noch, weil ich lass mal liegen, ist auch sehr cool. Und eben die ganzen einzelnen Ideen gefallen mir auch sehr gut. Also wirklich bisher ein sehr, sehr schönes Level. Ich gehe mal von hier unten aus nach oben. So. Da kann ich jetzt nach unten fallen, wenn ich will. Aber ich kann auch hier entlang gehen. Was ist da jetzt klüger? Da unten ist eine Röhre. Und zwei Fragezeichenblöcke. Ich gehe mal erst hier hin. Ich meine, die Zeit ist aber eh gleich aus. Also wahrscheinlich werden wir jetzt noch K.O. gehen. Und ich muss halt dann den Rest des Levels nochmal neu machen vom Checkpoint aus. Aber halt vom Checkpoint, wie gesagt, aus. Und nicht vom Anfang wieder, was mich sehr freut. So, führt die Röhre hin. Keine Ahnung. Zu Wicklern. Und da unten sind aber weitere Knochen trocken, okay. Und das ist eine Tür. Jetzt bin ich hochgradig verwirrt irgendwie, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Zwei Türen. Ja, vielleicht habe ich hier einfach zwei alternative Wege, die ich gehen kann. Ah, das ist noch ein Checkpoint. Cool, dann aktiviere ich den mal. Ich aktiviere den jetzt mal. Ja, ich werde aber jetzt kurz nochmal sogar zurückgehen, weil wir eh gleich sterben werden. Ich will mal kurz die andere Tür nehmen. Das ist wahrscheinlich einfach der andere Weg. Okay, das ist der untere Weg, ja, mit den Knochen trocken. Und oben war der Weg mit den Wicklern. Das habe ich verstanden. Ja, okay. Und was wäre jetzt noch gewesen, wenn ich jetzt hier bei der Röhre noch weiter nach rechts gegangen wäre, zu den Steinblöcken da? Ich meine, da komme ich nicht wirklich... Ja doch, da komme ich schon dran vorbei, wenn ich geschickt bin. Aber, ja, nee, komme ich nicht. Da kann ich, okay, da kann ich nur von oben nach unten offenbar fallen. Aber ich komme da nicht von unten nach oben wieder. Okay, ist auch sehr interessant. Aber die Plattform ist ja wahrscheinlich da, um hier einen einfachen Weg nach oben zurück zu haben. Ja. Und hier auf der rechten Seite, was wäre jetzt da jetzt noch gewesen? Mehr Steinblöcke. Okay, also ich hätte... Okay, also ich habe da die Wahl gehabt, ob ich entweder bei den Knochen trocken nach unten will oder halt bei den Steinblöcken. Aber ich hätte auch einfach die Plattform, die blauen, benutzen können und so auch nach unten fallen können, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier bei den Türen war es wirklich so, dass ich halt zwei Wege hatte. Entweder mit Wicklern oder mit Knochen trocken. Da konnte ich mir wirklich aussuchen, wo ich entlang gehen will. Und wieder mal, meine Lieblingsbeschäftigung. Coole Sprünge, aber diesmal waren die einfacher irgendwie. Okay. Ja, und die sind auch machbar, weil hier die Decke zum Glück ein bisschen weiter oben ist. So, oh Gott, ein fetter.
Ja, das Level ist auch wirklich sehr lang, aber es gibt dafür auch zwei Checkpoints, die hier benutzt wurden. Es ist sehr schön, das Ganze. Und gefällt mir, wie gesagt, auch von den Ideen hier bisher sehr gut, weil das Level hatte wirklich einige Ideen, die ich in der Form in Super Mario Maker noch gar nicht gesehen habe. Die eigentlich sogar schon einigermaßen offensichtlich sind, aber die ich einfach noch nie gesehen habe. Also einen Donut-Block an einer Schiene habe ich noch nie gesehen, glaube ich, in einem anderen Level. Und das ist echt eine coole Idee, weil ich halt immer wieder kurz vor dem Abspringen muss, weil der ansonsten eben runterfallen würde. Und das ist eine richtig coole Idee. Und das habe ich noch nie gesehen. Und das in knapp 100 Parts Mario Maker. Und einiger Spielzeit, wo ich noch offscreen was gemacht habe. Okay, da traue ich mich nicht ganz durch. Deswegen, das ist echt cool, dass da immer noch ich sogar neue Sachen hier entdecke. Dank euren coolen Leveln. Also echt schön das Ganze. Ich glaube, ich soll da unten in die Mitte auch gar nicht rein. Ich glaube, das soll einfach nur irgendwas darstellen, das hier. Ah, nee, ich kann aber. Da komme ich aber, glaube ich, theoretisch durch. Ich traue es mich aber nicht. Nee, ich will es nicht mehr riskieren. Vielleicht wäre da noch ein One-Up irgendwie drin oder so, keine Ahnung. Aber ich gehe erstmal den Weg, den ich auch gehen sollen. Das ist wahrscheinlich der hier. Okay, ich habe wieder zwei Wege. Das ist auch eine sehr coole Idee, dass man fast immer zwei Wege hat. Ich kann entweder das hier machen, aber ich mache das untere, weil das einfacher ist. Ja, und da ist auch schon das Ziel. Und noch, ich kriege noch tausende Tanukis, cool. Okay, das ist auch witzig. Kann ich mit denen noch irgendwas machen? Ich meine, ich komme hier oben auch so hin. Aber ich will noch kurz überprüfen, ob ich da noch irgendwas anstellen kann. Kann ich da nach links oben fliegen zum Beispiel? So, hui. Ne, da ist nichts mehr. Okay, alles klar. Aber trotzdem sehr cool auf jeden Fall, dass da tausende Tanukis aus den ganzen Röhren rausgeschossen kommen. Yay, okay. Gut, dann aktivieren das Ziel. Und das war's. Ja, das war wirklich ein sehr schönes Level, finde ich. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich so sagen wollte. Also also wenn ich wirklich eine Kritik sagen müsste, dann wäre es vielleicht, dass ich diese, also dass diese Sprünge da, wo ich am Anfang so lang gehangen bin, dass die zwar cool sind, weil die habe ich auch in der Form sogar noch gar nicht so wirklich häufig gesehen. Es ist nur ein bisschen nervig, dass die Decke zu weit unten war und man deswegen, wenn man groß war, einen Nachteil hatte und immer so geduckte Sprünge machen musste. Das war vielleicht das Einzige, was ich irgendwie so annähernd als Kritik hier erwähnen könnte. Aber ansonsten, wie gesagt, hatte wunderschöne Ideen. Das Level war auch ansonsten cool designed und auch die Tatsache, dass man öfter mal oder fast immer eigentlich sogar zwei Wege hat, die man gehen konnte und sich das aussuchen konnte, es erhöht also auch den Wiederspielwert und so weiter und so fort. Also echt ein super tolles Level, deswegen gar keine Frage, auf jeden Fall. Einen Stern, yay! Gut, ich habe es auch deutlich länger gebraucht als der Weltrekord, aber das kann man auf jeden Fall sehr viel schneller schaffen als in 6 Minuten, klar. Ich wollte ja auch alles erkunden, euch alles zeigen, was ich so gefunden habe. Zumindest ich habe bestimmt noch tausende andere Secrets trotzdem verpasst, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Level. Gut. Dann würde ich aber sagen, Leute, war's das für diesen Part von Let's Play Super Mario Maker. Der ist jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen kürzer, aber der letzte war ja dafür auch, ich glaube, 37 Minuten. Deswegen ist hoffentlich schon okay. Wir hatten ja trotzdem sehr coole Level auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieser Part hier gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier nächsten Donnerstag um 18 Uhr wahrscheinlich wieder weitergehen wird. Es sei denn, am nächsten Donnerstag kommt dann das Splatoon-Update, weil dann hat ja Splatoon Vorrang, wie gesagt. Aber ansonsten wird jetzt eben, wie gesagt, immer donnerstags um 18 Uhr Super Mario Maker kommen und eben Skyward Sword ersetzen. Und Splatoon wird dann eben auch immer Skyward Sword ersetzen, wenn es halt da Updates gibt. Da gab es ja jetzt schon lange keine mehr. Ich frage mich, wann da wieder irgendwas Neues kommen wird, aber werden wir schon noch sehen, wenn es soweit ist. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.